Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox B56S wie Standard. Aber das ist jetzt keine Standard mehr, das ist schon wieder eine Sonderanfertigung. Das ist der Preis für die normale Kühlbox ab 1. April 2022. Zurzeit ist er noch tiefer, also wenn ihr durchs Internet juckt oder alte Videos von mir seht, dann ist der Preis tiefer. Was ist jetzt an dieser Box nicht Standard? Und zwar habe ich hier auf Kundenwunsch ein 2 Meter langes 6 Quadrat Kabel. Weil er möchte nicht über den Standardstecker einspeisen. 220 Volt ist hier noch drin, wurde jetzt nachgerüstet. Standard gibt es die eigentlich nicht mehr mit 230 Volt. Komme ich nachher dazu. Und ich habe hier eine Batteriebox, kennt ihr vielleicht. Hier kann ich dann einstecken. Hier habe ich einen vernünftigen Stecker dran. Und ihr seht hier, die Box leuchtet. Ich kann hier über den Hauptschalter kann ich die Box wieder ausschalten. Die Anzeige ist weg. Und hier wieder einschalten. Und so in dieser Kombination bei normaler Kühlung, das heißt plus 5 Grad, 25 Grad außen, hält das circa 5 Tage. Wenn ich die Box als Tiefkühler laufen lasse, sind wir bei 2 Tagen. Autonomität, es gibt hier noch die verstärkte Version mit einem stärkeren Kompressor, aber hier jetzt nur die Standardversion, die geht nur bis minus 18 Grad Celsius. Die Tiefkühlversion geht bei plus 50 Grad außen, also im aufgeheizten Auto, noch unter minus 20 Grad. Wir stecken den hier wieder aus. Wir schauen die Truhe von oben her an. Also hier, Deckel öffnen. Wir brauchen diese Verschlüsse nicht. Durch die Auflage vom Gewicht schließt der Deckel also sehr gut. Was wir hier haben, schauen wir aus der Nähe an. Wir haben hier eine massive Deckeldichtung. Also nicht nur so ein Moosgummistreifen. Und diese Deckeldichtung, die lässt sich auch rausziehen. Die ist gesteckt. Ersatzteile haben wir hier im Haus. Und wenn man hier reinschaut, hier ist eine Rechnung für den Kunden. Hier ist Zubehörteil. Er hat noch einen Zusatzstecker. Hier drin sind die Anschlusskabel, wir haben einen großen Korb und einen kleinen Korb, wir haben Innenbeleuchtung und wir haben hier, man sieht es nicht, 55 mm Isolation. Durch das ist diese Box Energieklasse A++, also dreimal plus. Also es ist einer der besten Kühlboxen auf dem Markt, die wir finden. Und heute ist diese Box No Label. Also das heißt, wir brauchen für diese Boxen kein Label mehr, wenn die Box kein 230 Volt Anschluss hat. Wenn diese Box ja kein 230 Volt Anschluss hat, könnte man mit so einem Netzgerät arbeiten. Der Stecker, der passt ganz klar hier nebendrein. Wir haben hier einen normalen Schweizer Stecker, gibt es aber sogar Schuko. Aber dieses Netzgerät gibt es nicht für Kühlboxen, obwohl es passt. Dieses Netzgerät ist für diesen LED-Scheinwerfer, weil per Zufall, wir haben hier den Anschluss dieser Box, das ist also der 12 Volt Anschluss. Und hier habe ich diesen LED-Scheinwerfer und per Zufall, das ist wirklich reiner Zufall, hat diese Box jetzt auch einen gleichen Stecker und ich kann dieses Netzgerät für diesen LED-Scheinwerfer hier einstecken. Also ist überhaupt kein Problem, das an 230 Volt einstecken und dann leuchtet dieser LED-Scheinwerfer. Und
rein per Zufall passt auch dieses Netzgerät an die Box, aber ich darf es euch nicht verkaufen. Das ist EU-Gesetz. Lasst mich nicht aufregen über EU-Gesetze. Zurzeit dürft ihr theoretisch praktisch keine Boxen mehr betreiben mit 230 Volt. Engel Kategorie F ist Ende Jahr fertig, darf nicht mehr verkauft werden. Die Dometic beispielsweise, die brauchen auf 230 Volt viermal weniger Strom als bei 12 Volt, gemäß Datenblatt. Der Kunde will beschissen werden. Ja, das ist unsere, ich sag mal, beste Box. Es gibt noch eine kleinere und noch größere, auch mit zwei Temperaturunterschieden. Also zwei Temperaturen separat gesteuert. Ich verlinke euch hier oben das Video über das Netzgerät, also den LED-Scheinwerfer. Hier unten über die kleinere Box und hier oben über die Doppeldeckel. Also die massiv größere Box. Das soll es gewesen sein. Neu unten die Preisliste mit den aktuellen Preisen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.